Unser erstes Ziel ist hier die Ufereisenhänsel Schatzkarte 9. Da wo unser große weite Seereise begonnen hat, haben wir jetzt unseren ersten Schatz. Weitere 200 Rubine. So, dann schauen wir mal, also den Schatz haben wir. Den habe ich auch, den habe ich auch. Zwei Augenriff habe ich anscheinend nicht. Wenn wir uns sagen, dann haben wir zuerst die Nautrodom. Da muss ich nur schauen, welche Schatzkarte das nochmal genau war. Da haben wir dann noch aber einige in der Nähe. Dann haben wir... Wobei, ich kann das zuerst so machen, dass ich zuerst die Feeninsel gehe, da habe ich ja auch eine. Dann hier runter zu Nautrodom und dann wieder hier auch zu Flugfelsinsel. Ich glaube, das wäre sogar die schlaueste Idee. Dann machen wir das so, dann gehen wir zuerst zu der Feeninsel. Und das ist dann beim südlichen Ferngordial. Brauche ich jetzt nicht rauszuschneiden, das können wir jetzt auch so machen. Weil das wird jetzt auch eine längere Reise. Und das ist nämlich die Schatzkarte 17. Und es sieht wirklich so aus, dass man mit der Nebenquest dann noch beginnen kann, aber ich mache das heute nicht mehr. Also die Nebenquest und die Tantopia-Baumquest, dazu bin ich jetzt mal komplett erledigt und außerdem will ich auch mal was Privates wieder mal spielen. Ich habe jetzt so fast 5 Stunden daran gesessen, nur um das euch zeigen zu können. So lange habe ich zum Beispiel bei Twilight Princess zu diesen Geisterseelen nicht gebraucht, aber ich glaube ich nur 3 Stunden gebraucht oder so. Ja gut, ich weiß es nicht mehr so genau, dass das schon eine Weile her ist. Ich denke, mit diesen Schätzen kriegt man auf jeden Fall genug Rubine zusammen. Und sollte ich dann doch ein bisschen zu wenig haben, dann werde ich die paar Schätze halt noch ein paar weglassen. Gut, wenn ein stiller Seegang ist, wird es halt nicht einfach, aber ich hab's wenigstens noch gut drauf. Und ich schaue wirklich nicht aufs Gamepad. Ihr könnt mir vertrauen. Da haben wir 200 weitere Rubine. So, dann ab zur Insel Nautrodom. Da muss ich jetzt gerade schauen, welche Karte es ist. Ah, diese hier, die Schatzkarte Nummer 32. So, nicht da in die Richtung? Ne. Die Richtung. Bei Ocarina of Time, dafür die Skulpturen. Wobei, habe ich da irgendwas Grosses am Backtracking machen müssen? Ehrlich, das habe ich als alles erstes als Ersatzprojekt aufgenommen und ich weiß es schon nicht mehr. Naja, es hat noch die Überlegung, was ist das nächste Zelda-Spiel, das ich da bringen möchte. Weil nach Zelda. Windweg kommt der BOTW wieder, also Breath of the Wild. Und auch Breath of the Wild muss ich überlegen, da werde ich mal vorerst kein weiteres Zelda-Spiel geben. Da werde ich da mal eine Zelda-Pause einlegen. Und dann kann ich mir überlegen, was ich als nächstes Zelda-Game nehmen würde. Eins der Gameboy-Spiele zum Beispiel. Ja, und die haben jetzt die Meeresherzen-Karte gefunden. Sie zeigt dir, wo du diejenigen Schatzkarten findest, die die Position der im Meer versteckten Herzteile angeben. So, jetzt wissen wir nämlich auch, wo sich die Herzteile befinden, die halt per Schatzkarte zu finden sind. Beziehungsweise die Schatzkarten. Also da, wo man die Schatzkarten bekommt, die dann eben dann die Position der Truhe zeigen, die ein Herzteil beinhalten. So, dann gehen wir jetzt dann gleich zur nächsten Insel, das ist nämlich die Flugfelsinsel.
Also ich weiß, müsste es eine Triforce-Karte sein. Ja, die Triforce-Karten 3. Aber wir können ja mal gemeinsam überlegen, was für ein Zelda-Game wir dich dann als nächstes bringen möchten. Also bringen möchte. Mir fällt da gerade aktuell gar keines mehr ein, das ist das Problem. Ehrlich nicht, mir fällt da wirklich gerade aktuell keines mehr ein. Oracle of Ages, Oracle of Sessions. Jetzt muss ich halt schauen, ob ich die miteinander verbinden kann. Weil das müsste ich halt über Emulator machen und schauen, ob das geht. Weil mit der Emulator-Version der Spiele bin ich jetzt auch nicht mehr so sicher, nachdem es aber Gott sei Dank einige Probleme gab. Die wenigstens nicht so gravierend waren. So, und da haben wir wieder ein weiteres Triforce-Splitter. So, dann schauen wir jetzt mal an, welche Karte wird mir jetzt als nächstes angehen. Da hätte ich eine der Isla Bomba. Habe ich die Karte zufälligerweise? Wobei, es sieht nicht so aus. Ne, die habe ich aktuell gerade nicht. Wobei die südliche Triangelinsel ist auch nicht weit entfernt. Die ist ja gleich nördlich vom südlichen Fangordial. Aber sonst sieht es nicht gerade so aus, als ob ich noch weitere hätte. Naja, dann gehen wir jetzt mal zum südlichen Fangordial und holen uns die Schatznummer 44. Mir kommt es vor, dass mir einige Schatzkarten fehlen. Dann müssen wir einfach nach Norden fahren. So, dorthin. Sonst von den anderen, Link's Awakening, das könnte vielleicht gehen. Schauen, ob ich dann die DX-Version nehmen könnte. Okay, das wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen schwierig hier zu navigieren, wenn die blöden Killer-Anas-Viecher. Und ich habe den Schatz noch erwischt. Mit einem schönen, lächelnden Gesicht. Machen einfach die Truhe auf und sie können sich nicht bewegen. Okay, hier sind 100 Rubine. Dann haben wir die jetzt auch erledigt. So, dann wäre die Capo Grande in der Nähe und sogar Ichthusk. Oder so. Sogar die Haifischinsel ist in der Nähe. Okay, dann machen wir zuerst die Haifischinsel. Also die Schatzkarte Nummer 16. Wenigstens nicht allzu weit entfernt. Dann nach Capo Grande und von dort aus dann nach Ichthusk. Da haben wir auch die anderen zwei Triforce-Splitter. Und danach müssen wir halt weiterschauen.
Na gut, wenn dann halt einige Schatzkarten fehlen, dann schaue ich dann vor dem finalen Part dann noch mal. Oder zusammen mit der finalen Aufnahmesession von The Wind Waker HD, schaue ich dann einfach mal nach, wo die Karten sind. Und auch den haben wir. Nochmal 200 Rubine. Also sollte die Nebenquest, beziehungsweise das sind die Tauschquest, und die Nebenquest sollte auf jeden Fall machbar sein. Hauptsächlich die Tauschquest sollte auf jeden Fall machbar sein. So, dann als nächstes Capo Grande. Dann auch von dort aus nach Ichthusk. Ne, mir fällt auch gerade keine weiteren Zelda-Projekte ein. Außerhalb Dingens. Skyward Sword, aber da muss ich erstmal warten, bis ich die Schulter-OP hinter mir habe. Und vorher kann ich es nicht bringen. Oder ich könnte es zumindest versuchen, und wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht. So, ein weiteres Triforce Splitter. Dann zur nächsten Karte, die ist gleich bei Ichthusk. Und danach sehen wir weiter. Ne, also ich fliege auch über. Ja gut, es gibt auch noch die antiken Zelda-Spiele auf dem SNES. Was ich auch noch zeigen könnte. Naja, auf jeden Fall eine große Zelda-Pause wird es bei mir geben. Das habe ich jetzt auch nur als Notfallprojekt aufgenommen, um eben Keanu sichern zu lassen, dass er nicht das Gefühl haben muss, ich möchte ihn stressen mit Breath of the Wild. Die haben jetzt auch. Wir haben jetzt auch alle Triforce Splitter. Die halt per Triforce Karte zu finden sind, da fehlen ja nur noch die zwei Splitter. Nur welche Splitter waren das? Also einmal auf dem Schiff, einmal auf. Ach ja, stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich. Wobei ich schaue lieber nochmal zur Sicherheit nach, ob das wirklich so ist. So, die Wahnsinnskarte. Ja, es ist so. So, dann haben wir das erledigt. Tingelsinsel ist auch nicht gerade weit entfernt, das können wir gerade schön verknüpfen. Danach ist, glaube ich, nur noch die Flugfest, die einzige Karte, die mir noch bleibt. Dann müsste ich eigentlich alle haben. Das hat jetzt also doch nur eine Stunde gebraucht. Das habe ich für das gesamte. Wahrscheinlich insgesamt 5 Stunden gebraucht und für ein Videomaterial von 4 Stunden? Schwer zu sagen, das kann ich erst genau sagen, wie viele Parts es gab, nachdem ich alles verarbeitet habe. Auf jeden Fall haben wir den größten Teil der Arbeit jetzt getan. Holen wir uns diesen Schatz und dann bei den Flugfels und dann haben wir es endlich. Dann begebe ich mich schon mal auf Camp nach Tantopia.
für die Zantopia-Baum-Quest. Weil das würde ich dann zuerst machen und dann, je nachdem, ob noch Zeit ist, können wir schon mit der Tauschquest beginnen. Wobei ich mir überlege, ob ich gerade die Baumquest sogar noch vorne reinschieben, wenn ich schon so viel Zeit habe. Weil dann würde mir die auch noch machen. Weil die geht ja eigentlich schnell. So, dann überprüfen wir, ist das jetzt noch die letzte Schatzkarte? Also die Nummer 19. Ja. Weil da könnte ich die Tantopia-Baum-Quest sogar noch machen. Wenn wir uns dann mit der Tauschquest beginnen, dann im nächsten Part. Also hier die Nummer 19, da kommen wir von Draconia aus am besten hin. Wobei ich das mit den Elixierbrauen wahrscheinlich noch sogar noch vorschieben werde. Weil ich hätte theoretisch jetzt noch 13 Minuten. Und die Tantopia-Baum-Quest, die geht ja schnell. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann habe ich dann die gesamte Session-Zeit dann für die Tauschquest. Also wenn ich das jetzt nochmal reinfüge. Je nachdem, ob ich das als extern Part reinknüpfe oder nicht, das muss ich halt bei der Bearbeitung sehen. Weil die Baumquest geht halt doch schnell. So, und der letzte Schatz vorerst. Und das müsste jetzt die Inselherzteilkarte sein. Ja, ist es auch. Inselherzenkarte. Sie zeigt dir, auf welche Inseln es Herzteile zu finden gibt und wie viele dort jeweils versteckt sind. Dann schauen wir das mal gemeinsam an. So, da habt ihr jetzt eine Übersicht, wo alle die Herzteile sind. Da haben wir einmal so ein Herzteil mit Briefkasten. Das heißt, dass es einmal durch den Briefkasten gibt, die Story-relevante. Und dann einmal da, wo noch dieses Symbol unten ist. Das ist eben die Tantopia-Baum-Quest, die noch damit zu tun hat. Also dann werde ich mir mal das Elixier holen. Wenn ich die Flaschen nicht benötige, ansonsten sehen wir uns dann gleich in Tantopia wieder für die Tantopia-Baum-Quest. Dann habe ich dann für die nächste Session auf jeden Fall genug Zeit für die Tauschquest und für die Verschönerung von Portemonnaie. Und wenn das dann auch durch ist, dann geht es dann endlich mit der Story weiter. Aber wir werden dann zuerst in den Terra-Tempel dann gehen. Den Zephyr-Tempel wird dann danach kommen. Ich mache immer zuerst einen Terra-Tempel, weil mir der am liebsten ist, das ist der Zephyr-Tempel. So, dann geben wir jetzt noch die ab. Aber den Text würde ich einfach überspringen. Also das zweite Mal. Und die sollen sich einfach nur nicht beschweren. Das ist doch ein Schleimschelle. Ui, ui, ui. Was für eine seltene Farbe. Etwa eine neue Sorte? Ich habe mir meine Schelle immer von den Tapseninseln. Da will man das nur so von Schleim, aber welche in dieser Form habe ich noch nie gesehen. Wie die bestimmt schon klar ist, bin ich ein begnadeter Alchemist. Ein aufgehender Stern am Elixierbrauerhimmel. Sehe ich etwas Neues, küsst mir gleich die Muse. Ja, ja, ja. Ja! Ja, 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 sie hat mich geküsst, die Maus, mein Junge, die Maus, sie hat mich geküsst. Ich werde mit diesem Schleimschelle ein neues Elixier kreieren. Seit 10 Jahren gebe ich mich schon der Elixier-Chemie hin. Und nun also erweitere ich wieder einmal meinen Horizont. Ein neuer Schleimelixier ist geboren.
So, es ist fertig. Das neue Wundermittel aus herrlichem Schleim. Bitte schön, brav ist es und du sollst es haben. Oh Gott, na du. Dann hast du also gar keinen Helfer. Ja, dann kann ich dir das Elixier natürlich weiter nicht mitgeben. Ist schon gut. Wir brauchen eben immer 15 davon. Dann geben wir noch das blaue ab. Und danach geht's mit der Tantoppe-Baum-Quest los. Ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte das nur dir abgeben. So, das überspringen wir jetzt einfach. Erlaubt ja nur den Text. So, jetzt. Er würde uns das auch geben, aber wir haben ja leider keine leere Flasche. So, jetzt können wir halt dann zusätzlich zu dem roten Elixier halt auch ein grünes kaufen. Also das rote hier für 20, das grüne für 10 und hier das blaue für 60. So, dann ab zu Tantoppe Baumquest. Dazu muss ich auf jeden Fall jetzt die Fee loswerden. Ich brauche halt noch eine leere Flasche. Um das abschließen zu können. Naja, bei diesem Weg spare ich euch mal. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich dort bin. Also dann, bis gleich.